Nach Artikel 83 Absatz 5 der Datenschutzgrundverordnung kann die zuständige Aufsichtsbehörde also Geldbußen von bis zu 20.000 Euro verlangen. Hallo, ihr Lieben. Du hast jetzt vielleicht gerade vor einer Weile erfahren, dass du ein Spenderkind bist und hast vielleicht Interesse, Kontakt zur Klinik aufzunehmen oder dich zu informieren, ja, was für Informationen du überhaupt noch erhalten kannst, und wie gehst du da jetzt weiter vor? In diesem Video möchte ich euch so ein bisschen Hilfestellung dafür geben und erklären, wie die Rechtslage ist. Du hast einen rechtlichen Anspruch auf Nennung des Namens des Samenspenders. Unserer Meinung nach hast du auch direkten Anspruch auf Einsicht der Patientenakten laut Paragraf 810 BGB. Aber da natürlich die Daten auch deiner Mutter betroffen sind, würde ich mir sicherheitshalber auch eine Einwilligungserklärung von deiner Mutter besorgen. Sie hat nämlich außerdem auch ein Recht auf Einsicht der Patientenakten laut Paragraf 630G BGB. Den Link dazu schreibe ich euch auch gerne in die Beschreibung. Es wäre natürlich wünschenswert, dass deine Mutter dich bei der Suche unterstützt und dich vielleicht sogar begleitet zur Klinik oder zur Praxis, je nachdem. Aber für die Prüfung, ob du auskunftsberechtigt bist, reicht eine Kopie des Ausweises und eine Kopie deiner Geburtsurkunde. Außerdem darf der Anspruch auf Herausgabe der Daten nicht auf irgendwelche Voraussetzungen begründet sein, beziehungsweise davon abhängig gemacht sein. Dazu gibt es auch entsprechende Gerichtsurteile vom Bundesgerichtshof und vom Amtsgericht Berlin-Wedding. Nach dem Urteil vom OLG Hamm vom 6.2.2013 muss die Auskunft über den genetischen Vater auch kostenlos erfolgen. Die Ärztekammer Nordrhein hat auch entsprechende Samenbanken schon darauf hingewiesen, dass das auch für zukünftige Ansprüche gilt. Der Anspruch auf kostenlose Erteilung der Informationen begründet sich aus der Datenschutzgrundverordnung, denn nach Artikel 15 hast du ein Recht auf personenbezogene Daten, auf deine personenbezogenen Daten, was auch deinen Vater beinhaltet oder deine Mutter bei einer Eizellenspende zum Beispiel auch. Nach Artikel 15 Absatz 3 der Datenschutzgrundverordnung gibt es auch das Recht auf Erhalt einer Kopie dieser personenbezogenen Daten. Nach Artikel 83 Absatz 5 der Datenschutzgrundverordnung kann die zuständige Aufsichtsbehörde, also nicht du selbst, sondern nur die zuständige Aufsichtsbehörde, bei Verstößen gegen diesen Artikel Geldbußen von bis zu 20.000 Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4% seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres verlangen. Je nachdem, welcher der Betrag der höhere ist. Wenn dir also ein Schreiben von der Klinik oder der Praxis vorliegt oder von dem Arzt, das irgendwelche Kosten verlangt oder irgendwelche anderen Voraussetzungen, wie zum Beispiel ein psychologisches Gespräch oder sowas, dann kannst du gerne die dann nochmal darauf hinweisen und eine Frist geben mit 14 Tagen, diese Daten doch einfach so rauszugeben. Behalte dir in diesem Schreiben mit der Frist auf jeden Fall vor, dich bei Nichterteilung an den ärztlichen Kreis- und Bezirksverband München sowie das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht zu wenden. Das dürfte auf jeden Fall schon mal zeigen, dass du dich nicht so leicht abwimmeln lässt. Denk daran. Du verklagst in dem Fall die Klinik oder den Arzt, der die Behandlung deiner Mutter durchgeführt hat. Das bedeutet nicht, dass du den Spender zwingst, mit dir in Kontakt zu treten. Wenn du Erfolg hast und die Daten bekommst, dann kannst du immer noch entscheiden, was du damit machst. Es kann ja auch durchaus sein, dass die Daten dir schon reichen, dass vielleicht der Name dir schon reicht oder ein Foto oder was auch immer du dann bekommst. Denk nicht, dass du, wenn du vor Gericht ziehst, irgendjemanden zwingst, mit dir Kontakt aufzunehmen. Vor dem Jahr 2000 behaupten die Ärzte oft, sie hätten die Daten
nur 10 Jahre aufbewahren müssen. Das stimmt aber nicht. Und seit 2007 wurde gerichtlich festgelegt, dass es tatsächlich 30 Jahre sind. Jede Zeugung nach 2018 muss sogar 110 Jahre noch nachweisbar sein. Lass dich also auf keinen Fall von der ersten Ablehnung entmutigen. Sie versuchen immer, dich erstmal abzulehnen, obwohl sie später trotzdem noch Daten liefern können. Es ist einfach einfacher für sie. Bleib dran. Manchmal reicht es schon, mit einem Prozess zu drohen, damit du Informationen bekommst. Übrigens auch dann, wenn die Praxen behaupten, es hätte einen Wasserschaden oder Feuerschaden gegeben. Diese Art von Schäden sind nämlich in diesen Praxen relativ häufig. Es gibt eine überdurchschnittliche Häufigkeit von diesen Schäden, merkwürdigerweise. Außerdem haben wir das große Glück, im Vorstand vom Verein eine Juristin sitzen zu haben, die dich gerne beraten kann. Du kannst ihr gerne deine Lage schildern und sie schätzt dann ein, inwiefern es Sinn macht, vor Gericht zu gehen oder nicht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es eine Verjährungsfrist für den Auskunftsanspruch gibt. Und zwar beginnt der mit Ende des Jahres, in dem du es erfahren hast. Also in dem du erfahren hast, wie du entstanden bist. Das ist wichtig, bei früh aufgeklärten Kindern vor allen Dingen. Wenn du dich anwaltlich vertreten lassen möchtest, können wir dir Sven Nelke empfehlen, der schon gegen Novum sehr viel Erfahrung gesammelt hat, und auch den Rechtsanwalt Philipp vom Berg, der gegen Poluda schon einige Rechtsangelegenheiten bestritten hat. Tatsächlich ist es der größte Teil von uns, also ca. 30% von denen, die ich weiß, in Essen oder durch Samen aus Essen entstanden. Denn Novum hat ja Samen auch ganz deutschlandweit verschickt. Novum behauptet immer noch konsequent, dass sie keine Akten mehr haben vor 1996. Doch wenn du die Möglichkeit hast, von der Praxis, in dem deine Mutter behandelt wurde, oder dem Arzt eine Spendernummer zu bekommen, dann können sie anhand der Spendernummer oft trotzdem noch Auskünfte geben. Auch wenn die nicht hundertprozentig sicher sind, denn da gab es auch leider schon Fehlinformationen anhand der Nummer. Also falls du da Informationen bekommen solltest, wäre es sinnvoll, das trotzdem noch durch die DNA gegenzuchecken. Dr. Thomas Kotzorge war ja schon oft in den Medien und ist wohl der bekannteste Reproduktionsmediziner aus Deutschland. Unter anderem natürlich auch durch den Prozess von Sarah. Ich hatte ja auch ein Gespräch mit ihr. Falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne hier nochmal nachschauen. Da berichtet sie ja auch von Kotzorge. Und wie ihr vielleicht wisst, ist ja auch unser Vorstandsmitglied tatsächlich von ihm gezeugt worden und der biologische Vater, was aber nicht heißen soll, dass er das ständig gemacht hat. Also er hat ja laut eigenen Angaben eine ganze Kleinstadt gezeugt. Dabei ist er aber wohl nicht so häufig selbst als Spender in Aktion getreten, weil Christina bis jetzt noch keine Halbgeschwister gefunden hat, und das wäre auf jeden Fall dann sehr unwahrscheinlich. Die Veröffentlichung durch diesen Skandal, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil es gab ja keinen richtigen Skandal, hatte für ihn auch nicht wirklich Konsequenzen. Er ist zwar jetzt kein Vorstandsmitglied mehr im Arbeitskreis von donogene Insemination, aber inwiefern da er freiwillig ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde, ist nicht bekannt. Allerdings wird vom Arbeitskreis inzwischen eine eidesstattliche Versicherung von ihren Mitgliedern verlangt, dass sie selbst nie ihren eigenen Samen für die Behandlung verwendet haben. Also es scheint schon nicht gut angekommen zu sein, letztendlich. Der zweithäufigste Ort, aus dem Spenderkinder kommen, ist tatsächlich München. Nach dem Stand von März 2021 haben wir 61 Spenderkinder, die in München gezeugt wurden, wobei 42 von diesen Spenderkindern auch von Dr. Michael Poluda gezeugt wurden. Und hier hat es auch die meisten Halbgeschwistertreffer überhaupt gegeben. Mit Altersunterschieden von bis zu 13 Jahren hat sich zum Beispiel eine Gruppe von 5 Halbgeschwistern und eine weitere Gruppe von sogar 9 Halbgeschwistern gefunden. Wir vermuten außerdem, dass Dr. Poluda auch Mischsamen verwendet hat, da wir von einem
Zwillingsgeschwisterpaar wissen, das durch den DNA-Test herausgefunden hat, dass sie zwei verschiedene Väter haben. Es liefen bereits mehrere Prozesse gegen Dr. Poluda, aber er ist psychisch ziemlich labil und verstrickt sich immer wieder in Widersprüchen. Es gibt bei ihm Daten von über 70 Spendern, die aber dennoch leider nicht vollständig sind, weil es schlecht dokumentiert wurde damals. Außerdem gibt es keine direkte Zuordnung von diesen Spendern zu den Patientinnen. Erst für Kinder, die nach 2004 gezeugt wurden. Nach jahrelangen Gerichtsverfahren haben aber inzwischen 15 Spenderkinder inzwischen den Zugriff auf diese Akten erhalten. Es empfiehlt sich daher auch hier, zuerst mal einen DNA-Test zu machen. Denn vielleicht werdet ihr mit einem Halbgeschwister gematcht, das schon Informationen von Dr. Poluda bekommen hat. Und dann wisst ihr gleich alles, ohne dass ihr überhaupt an die Klinik treten müsst. Oder wenn ihr richtig Glück habt, könnt ihr da schon, sogar auch schon euren Spender finden, also euren biologischen Vater finden, weil es inzwischen auch schon vier Spender von Dr. Poluda gibt, die sich selbst in der DSA registriert haben und die auch schon gefunden wurden von ihren Kindern. In jedem Fall kann ich euch die Facebook-Gruppe empfehlen, die extra für Spenderkinder erstellt wurde, die von Dr. Poluda gezeugt wurden. Denn da könnt ihr euch auch mit anderen austauschen, wer jetzt schon kontaktiert wurde und wer nicht. Falls ihr zum Beispiel mehrere Spender ja, in Auswahl habt, welche es sein könnten, damit auch nicht zu oft die falschen Spender sozusagen kontaktiert werden. Also, dass ihr euch einfach untereinander da ein bisschen abstimmen könnt. Weitere Reproduktionsmediziner aus München sind Hans-Guido Muttke, Dr. Walter Bollmann und Dr. Bleichroth. Einen Erlebnisbericht zum Besuch bei den Bleichroths könnt ihr hier sehen. Du könntest sicherlich über die Ärztekammer in Erfahrung bringen, welche Praxis oder welcher Arzt als Nachlassverwalter eingetragen wurde. Denn ärztliche Praxen brauchen immer einen Nachlassverwalter, der sich um die Aufbewahrung der Unterlagen kümmert. Das ist oft ein Nachfolger, kann aber auch ganz woanders sein. Und gibt es keinen Nachfolger, dann muss trotzdem jemand bestimmt worden sein, der sich um diese Akten kümmert. Also, wenn ihr da draußen noch weitere Tipps braucht, könnt ihr euch gerne noch an den Verein wenden. Wir haben auch Formulierungshilfen oder Beispiele, die juristisch abgesegnet sind. Dazu kann ich euch persönlich nicht so viel sagen, weil ich juristisch da ein Laie bin. Aber ich hoffe, ich konnte euch da erstmal ein paar Hinweise geben, was für euch wichtig sein könnte, die Paragraphen der Urteile und worauf ihr euch beziehen könnt. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis dann.